Guten Morgen und herzlich willkommen zum Börsentalk 2021, der zweite von vier Webinars, welcher von Six Swiss Exchange diese Woche organisiert wird. Mein Name ist André Buch, Global Head Sales and Relationship Management, und es freut mich außerordentlich, Ihnen heute den AMC-Panel zu präsentieren. Ich begrüße Sie herzlich, wo immer Sie sind, hier bei der Schweizer Börse. Bevor wir nun mit dem Panel beginnen, lassen Sie mich Ihnen ein paar Hinweise über die Funktionalitäten von Hopin geben. Dieser Panel wird aufgezeichnet und kann später auch auf unserer Webseite nachgeschaut werden. Ich lade Sie auch herzlich ein, aktiv mitzumachen und Ihre Fragen zu stellen. Sie können dies oben rechts bei Q&A eingeben und wir werden Sie anschließend dem Panel zur Beantwortung zur Verfügung stellen. Wir haben auch Umfragen, Polls vorbereitet. Bitte gerne auch hier Ihre Stimme abgeben. Bitte klicken Sie entsprechend rechts oben zwischen Polls und Q&A hin und her, um das Gewünschte zu sehen. Ja, was sind denn nun Actively Managed Certificates oder AMCs? Sie werden es gleich hören hier auf dem Panel. An der Schweizer Börse gibt es diese Produkte seit langen Jahren. Aktuell sind rund 400 AMCs bei uns gelistet und sie übernehmen innerhalb der Familie der Partizipationsprodukte als Tracker-Zertifikate eine immer wichtigere Rolle ein und begeistern die unabhängigen Asset Manager wie auch versierten Anleger immer mehr. Was steckt nun hinter dieser Entwicklung und was sind die Gründe für dieses starke Wachstum? Gehen wir nun ohne weitere Umschweife zu unseren Experten und ich übergebe hiermit gerne an Serge Nussbaumer, unseren Moderator für heute Morgen. Over to you, Serge. Vielen Dank, André, für deine Einleitungsworte. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Serge Nussbaumer, bin Chefredakteur vom Magazin Payoff. Wir befassen uns mit den strukturierten Produkten und es ist mir eine wirklich große Ehre, mein Panel heutigen Event begrüßen zu dürfen, Hochkaräter aus der Branche, die ich Ihnen da gerne vorstellen würde. Bevor ich mit der Vorstellungsrunde beginne, möchte ich Sie nochmals aufrufen. André Buch hat das bereits getan. Stellen Sie hier Ihre Fragen, nutzen Sie die heutige Stunde, die wir da gemeinsam verbringen, um den Experten Ihre Fragen zu stellen. Nehmen Sie auch teil, es sind jetzt gerade Polls aufgeschalten. Nehmen Sie da teil und wir werden das dann im Laufe der heutigen Stunde dann alles integrieren. Es freut mich, dass ich hier das Panel begrüßen darf. Ich beginne gleich mal mit Mauro Aversano. Mauro Aversano ist Head of Tailored Solutions und External Sales bei der Bank Julius Baer. Wir haben weiter Michael Haupt. Michael Haupt ist Structured Solution und Investment Spezialist bei der Vontobel. Weiter haben wir Jamil Bahus. Er ist CIO und Partner bei Gamma Financial AG. Und dann haben wir Stefan Wagner, Global Head of Business Development bei Vestar. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr hier seid. Für das Publikum ganz kurz, weil wir uns alle schon länger kennen, haben wir uns auf das Du geeinigt. Also hier fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen diesbezüglich, was wir da haben. Gleich zu Beginn mal so die Frage in die Runde. Und zwar so, wie ist eure Definition von einem AMC? Wie würdet ihr das einem Kunden, einem Interessierten näher bringen? Michael, darf ich dich da mal einladen? Ja, sehr gerne. Guten Morgen auch von meiner Seite. Also um das kurz zu definieren, würde ich vorschlagen, dass AMCs im Prinzip strukturierte Produkte sind, die einen dynamischen Ansatz verfolgen. Zu einem AMC gehört klassischerweise auch ein Investment Manager oder Indexsponsor, der die Indexstrategie vorgibt. Und die Auswahl dieser Indexbestandteile erfolgt im Rahmen dieser Strategie dann jeweils diskretionär. Und der Index,
der wird dann mit einem Partizipationszertifikat 1:1 abgebildet und dadurch investierbar gemacht. Vielen Dank für diese Erläuterung. Ja, Jimmy, wie siehst du da jetzt die Abgrenzung einfach auf so auf der, ich sage jetzt mal, theoretischen Ebene zu den klassischen ETFs, auch Anlagefonds? Wie siehst du da die Abgrenzung? Also ich denke, vergleichbar ist es am ehesten mit einem Fonds, weil ja häufig sich die Frage gestellt wird, soll ich einen Fonds aufsetzen lassen, kaufe ich einen Fonds oder ein AMC? Da ist die Rechtsform ist schon sehr differenzierbar, vor allem die Regulierungen, wo wir sicher noch später darauf eingehen. Aber schlussendlich der Unterschied, das Interesse vom Investor, dass er in einem aktiven Produkt investieren kann, wo ein Indexsponsor bei einem AMC oder ein Asset Manager bei einem Fonds proaktiv die Titelselektion aktiv bewirtschaftet, ersetzt, erhöht oder auch verkauft, sind eigentlich de facto dasselbe. Es ist mehr das regulatorische Umfeld, je nach Produkt, je nach Asset Class, haben wir viel Dividendentitel, wollen wir das Produkt im Ausland vertreiben, gibt es die einen oder anderen Vorteile, wo wir sicher noch darauf eingehen werden. Ja, vielen Dank dafür, sagst du richtig. Gerade das Thema Regulation ist ein großer Punkt. Und ich sehe auch schon, wenn ich da hier jetzt mal den ersten Poll anschaue, wann werden AMCs verwendet, dann ist sicher ein Punkt eben die regulatorischen Vorgaben. Da kommen wir gerne so im zweiten Themenblock dann vertiefter darauf zu sprechen. Jetzt, wenn wir den Titel anschauen, AMC besser als Fonds. Mauro, gibt es darauf eine klare Antwort drauf oder vergleichen wir da nicht Äpfel mit Birnen? Also es kommt ganz darauf an, was der Kunde bewerkstelligen möchte. Es gibt Situationen, wo AMC klar besser ist und Situationen, wo ein Fonds wahrscheinlich mehr Sinn macht. Also beispielsweise, wenn der Kunde oder der Vermögensverwalter sehr schnell ein Produkt haben möchte, das also seine Kundschaft verkaufen kann, in der Schweiz zum Beispiel. Also ein AMC kann man innerhalb von ein paar Tagen, würde ich sagen, kann man aufsetzen. Wenn der Advisor sogar schon onboarded ist, geht es sogar noch schneller. Es hat natürlich auch gewisse Nachteile, logischerweise. Also ich denke, das Prominenteste ist wahrscheinlich das Gegenparteirisiko und die Vertriebbarkeit, die typischerweise bei AMCs nicht eingeschränkter sein kann als bei einer Fondslösung. Vielen Dank. Wie schätzt du das ein, Stefan? Wir sehen es natürlich, dass AMCs sehr schnell oder sehr oft benutzt werden, wenn es um die Schnelligkeit zum Markt geht. Themenzertifikate, die also, sagen wir, 5G oder Road and Belt, solche Dinge, sind eindeutig die, wo ein AMC oftmals benutzt wird, einfach aus dem Grund, weil ja, wenn man die EU-Regulation geht mit UCITS, ja, da kann es 6 bis 8 Monate dauern, bis sowas ein Fund approved ist. Bis dahin ist wahrscheinlich das Investment rationell vorbei, wenn man in 5G investieren will. Aber wie Mauro gesagt hat, ja, es hat natürlich auch gewisse Limitierungen in der Distribution, vor allem wenn es zu einer gewissen Größe kommt und man dann weitergehen möchte. Okay, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir ja vom Panel her eine sehr gute Aufteilung. Wir haben mit Michael und mit Mauro eigentlich so die Vertreter der Sell-Side, die wir da drin haben. Wir haben Jimmy mit seiner Gamma Financial die Buy-Side abgedeckt und mit Stefan einen Anbieter einer Plattform. Jetzt, André Buch hat es bereits gesagt, wir haben gelistet rund 400 Produkte an der Schweizer Börse. Im Totalen, wenn ich da so die Zahlen anschaue, dann sind es etwas über 2000 Stück. Jetzt mal auf die Sell-Seite betrachtet, jetzt von Vontobel und von Julius Bär. Wie wichtig sind für euch die AMCs? Vielleicht gleich du mal, Michael. Ja, also so, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und dabei ohne zu viele Zahlen nennen zu wollen. Also ich glaube, das ganze Thema AMC ist bei uns strategisch ganz weit oben auf der Agenda. Wir haben da sehr ambitionierte Wachstumsziele,
Ich glaube, von den Zahlen, die du genannt hast, von den 400 Gelisteten, sind mehr als 10% bisher von uns. Wir wollen natürlich dieses Verhältnis erhöhen, wir wollen dieses Ratio erhöhen und haben da jetzt in den letzten Quartalen auch einiges investiert in effiziente Abläufe, in effiziente Prozesse, dass wir noch schneller am Markt sind, dass wir unseren Kunden noch einen besseren und schnelleren Zugang bieten können und haben letztendlich auch eine Plattform, die wir für unsere Kunden zur Verfügung gestellt haben, dass man durch diese eine große Anzahl von Instrumenten handeln kann. Also für uns sehr wichtiges Thema, großer Zukunftsmarkt. Und bei euch, Mauro? Also auch bei uns logischerweise ein wichtiges Thema. Wir haben uns eigentlich historisch eher auf so maßgeschneiderte AMCs fokussiert, mit größerer Size und mit speziellen Features. Vor allem, weil wir erst relativ spät in Technologie investiert haben. Das heißt, wir hatten eigentlich nicht viel Chancen auf den kleinen, sagen wir, kostengünstigen AMCs. Und auf der anderen Seite, wir waren schon immer sehr stark auf den komplexen, größeren AMCs. Deswegen haben wir auch, ich denke, wir haben wahrscheinlich die Durchschnitts-AUM bei unseren AMCs ist massiv größer als bei der Konkurrenz. Wir haben auch AMC, die mehrere hundert Millionen groß sind, was eigentlich untypisch ist für ein AMC und das hat seine Gründe. Aber wir haben den Need erkannt, auch für die kleineren, eben halt kostengünstigeren AMCs vorwärts zu machen. Deswegen haben wir mit Vesta zusammen haben wir eine Plattform gebaut, um eben auch in diesem Marktsegment mitmachen zu können. Das ist jetzt uns eigentlich sehr gut gelungen. Vielen Dank auf die Zusammenarbeit mit Vesta. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jimmy, jetzt, wenn wir die Buy-Side jetzt mal betrachten, wie sieht das bei euch aus? Welchen Stellenwert haben wir? Also ich sage, AMCs und Fonds, das ist etwa ein Drittel, zwei Drittel. Da hängt es vielleicht davon ab, was ist das die Interesse, wo wir das Ganze vertrieben. In der Regel ist ein AMC sehr häufig die einfache Alternative, in ein gemanagtes Produkt, fondsähnliches Instrument einzusteigen mit dem Plan B. Mit Plan A, man bleibt im AMC, oder Plan B, man switcht irgendwann mal, wenn man eine kritische Größe hat, die es mal im Fonds braucht. Man switcht in einen Fonds aus diversen regulatorischen Gründen. Daher ist der AMC mittlerweile unserer Meinung nach ein tolles Produkt. Die Regulatoren halten sich im Rahmen, damit Sie mal in Zahlen hören. Ein Prospekt, ein Termsheet von einem AMC ist zwischen 3 und 5 Seiten dick. Ein Fondsprospekt ist mindestens 40 Seiten dick. Also wird viel mehr klar reguliert, vielleicht überreguliert zum Teil. Auch die Spielregeln sind dort definitiv bis ins hinterste Teil geklärt und dementsprechend auch ein bisschen einfacher zu vertreiben oder zu vertreiben im Ausland, aber auch gewisse institutionelle Kunden fragen danach. Daher ist nicht von der Qualität beides dasselbe. Es stellt sich mehr die Frage, an wen ist das Produkt gedacht? Was sind drin? Schweizer Aktien, ja, nein. Geht es mehr an institutionelle Kunden? Ist die Idee, dass man das weltweit vertreibt, ja, nein? Das ist mehr, diese Fragen stellen sich mehr. Und dann wird entschieden. Okay. Wenn ich jetzt den Poll anschaue, der da gemacht wurde, eben so Time to Market, ist eigentlich so ein bisschen mehr als die Hälfte. Die sagt eben quasi, ein AMC ist sehr schnell quasi am Markt zur Verfügung, regulatorisch dann die Vorgaben dicht gefolgt. Also ist das bei euch, Jimmy, habe ich das richtig verstanden, auch ein wesentlicher Punkt, schnell am Markt präsent zu sein, das investierbar zu haben und dann eben quasi parallel den Fonds dann nachher auf der regulatorischen Ebene aufzubauen und dann den Switch vorzunehmen? Nein, also Time to Market sind wir mittlerweile fast equal. Also wir reden wirklich, wie es Mauro gesagt hat, für ein AMC aufzusetzen, geht es 2 Wochen, 3 Wochen Maximum und da läuft das. Beim Fonds muss man definitiv vielleicht eine 4. Woche anhängen, eine 5., aber es ist überschaubar. Also die langen Dauer, die es früher gab, die sind definitiv weg und die wurden more competitive. Ich denke sicher mal, die Fondsindustrie hat auch realisiert, dass da von der AMC-Seite einen gewissen Druck kommt, den Time-to-Market-Druck sicherlich, und da konnten sie oder sind sie wirklich up to speed aktuell. Also Time-to-Market ist nie ein Issue. Es ist mehr die Issue,
die Initial-Kosten, die ganzen Lizenzierung, wenn Sie einen Fonds haben, dann braucht es einen Asset Manager, da muss man reguliert sein. Dementsprechend, man wird überwacht von einer Compliance. Es gibt dementsprechend, der Fonds wird revidiert, das kostet auch wieder Geld und Zeit. Und bei AMC ist nur das Schöne, der Emittent übernimmt alles, der macht für mich alles, aber er ist der Owner des Produktes schlussendlich. Er ist der Emittent und ich bin im besten Fall ein Advisor, ein Indexsponsor. Je nachdem, mit welchem Emittent man arbeitet im AMC, wird man so zugeteilt. Beim Fonds kann ich der Owner sein. Das ist ein großer Unterschied, aber dementsprechend hat das seinen Preis. Ich stelle fest, dass du schon mehrfach erwähnt hast, das Stichwort Regulierung. Also ich freue mich da schon auf den nächsten Themenblock, der dann folgt, wo wir das vertiefter anschauen. Bei dir, Michael, bei Fontobel, wie nehmt ihr das wahr? Also wird der AMC effektiv häufig genutzt, eben für quasi als Vorbereitung für einen Fonds dann? Also dass dann irgendwann, wenn genügend Notional drin ist, dass dann geswitcht wird? Oder spielt das weniger eine Rolle bei euch? Also es kann natürlich einer der Beweggründe sein für Kunden, die zunächst einen AMC aufsetzen. Der einfach her, der Time-to-Market her, auch der kleinen Size, die zunächst benötigt wird und dann versuchen, diese Strategie bei einer gewissen Größe in einen Fonds umzuwandeln. Aber in Bezug auf Häufigkeit kommt das eher weniger vor, sondern diese klassischen Vorteile vom AMC, wie die Effizienz, wie die Flexibilität oder auch die Transparenz, die stehen ganz klar im Vordergrund hier bei der Lancierung von AMCs. Okay. Da ergänzen darf, einer der meisten Beweggründe, weshalb die Investoren oder die AMC-Owner zu uns kommen, um einen Switch in einen Fonds zu machen und das planen, ist meistens, hat mit der Kundschaft zu tun. Die institutionellen Kunden, Pensionskassen, auch die haben ihre regulatorischen Spielregeln. Und dort ist es schon meistens so, dass halt ein AMC ein strukturiertes Produkt ist. Je nachdem hat man noch streng genommen ein Emittentenrisiko und dass per Default sie einfach ganz klar den Fonds vorziehen. Das heißt, wenn jemand die kritische Größe hat und wirklich expandieren möchte, A, Kundschaft, institutionelle Kundschaft und B, auch im Ausland aktiv sein möchte, den Vertrieb im Ausland proaktiv machen möchte, das sind meistens die Überlegungen, dass man dann switcht oder mit dem Gedanken spielt, wieso nicht ein Fonds. Aber sonst absolut mit Michael einverstanden. Also was bei uns vorgekommen ist, Serge, dass die ursprünglich hatte der Vermögensverwalter diese Absicht, aber dann hat er es nicht mehr gemacht, weil er eben dann die Vorzüge kennengelernt hat, die ein AMC mit sich bringen kann. Und deswegen konnten wir eben bei einigen AMCs im dreistelligen Asset-Bereich wachsen. Also eben, also beispielsweise, wenn das AMC daherkommt, dann sind die Assets bei uns, das Risk Management kommt von uns und deswegen sind wir dann auch bereit, beispielsweise Fremdkapitaleinsatz zuzulasten. Wir sind bereit, Feeder-Strukturen zu machen, die zusätzliche Features oder zusätzliche Risiken einbauen. Also was oft beispielsweise vorkommt, ist, dass ein kleinerer Vermögensverwalter einen Fonds aufsetzen möchte und das vielleicht auch macht. Und dann findet er heraus, dass viele Custodian-Banken das nicht belehnen. Und je nach Kundschaft ist das ein Problem. Und dieses Problem gibt es zumindest bei unseren AMC-Lösungen nicht, weil wenn du mal ein AMC hast, dann können wir zu jedem Zeitpunkt ein FIDA-Zertifikat machen, welches dieses AMC als Underlying verwendet und da können wir Leverage einbauen. Und das ist dann eigentlich äquivalent zu einer Belehnung bei einer Custodian Bank. Mhm. Ja. Vielleicht noch ein Kommentar zum Jimmy. Also völlig einverstanden, Jimmy, was du sagtest in Bezug auf Einsatz in ausländischen Märkten. Aber was wir natürlich auch machen können mit AMCs, ist ja das Listing, das öffentliche Angebot. Und für dieses öffentliche Angebot kannst du natürlich ja auch ein Listing nicht nur in der Schweiz beantragen, sondern auch in anderen Jurisdiktionen, wie in Deutschland, wie in Skandinavien, wie aber auch in Italien, um dort diese lokalen Märkte auch bedienen zu können. Mhm. Vielen Dank dafür. Und eben die AMCs eben mit all diesen Vorteilen, die jetzt da genannt haben, haben ja wirklich in den letzten Jahren
schon fast einen regelrechten Boom, sagen wir mal anzahlmäßig. Notional ist ja nicht immer visibel, also sieht man ja nicht, wie viel das dann effektiv drin ist. Spielt auch nicht so eine Rolle, aber dass es da eine enorme Steigerung gab in der Anzahl drin und dementsprechend auch, Mauro hat es gesagt, eben früher waren die Issue Sizes enorm groß, die Initial Sizes, und die sind jetzt auch gesunken. Und das ist ja sicher ein Thema, das mit den Plattformen eng zusammenhängt. Und eben ein Anbieter hier mit Vesta. Stefan, ihr seid ja so quasi, sag jetzt mal, etwas quer in der Landschaft, jetzt verstehe mich nicht falsch, einfach im Stichwort, ihr seid keine Emittentin, ihr seid keine irgendwie Bank, sondern alles von Scratch auf gegründet. Was habt ihr da gemacht? Ja, also wie du schon gesagt hast, wir sind ein Fintech-Unternehmen, wir sind kein Emittent und wir sind auch nicht interessiert, mit den existierenden Emittenten in Konkurrenz zu treten, sondern wir wollen denen helfen, ihr Business skalierbarer zu machen. Du hast es erwähnt, die Minimum AUM Sizes gehen nach unten. Da macht es natürlich sehr viel Sinn, viele dieser Prozesse zu automatisieren. Und das kam daraus natürlich, dass also unser Senior Management, aber auch unsere Gründer, wir hatten extreme Erfahrung in dem Geschäft. Wir haben entweder sowas geleitet vorher schon mal oder in der Technologie gearbeitet. Und so rum haben wir das als eindeutige Notwendigkeit gesehen, weil diese Geschäfte natürlich unglaublich über die letzten Jahre gewachsen sind. Also wir haben eine Schätzung gemacht Ende 2019. Das ist jetzt global gesehen, dass ungefähr 1 Trillion in US-Dollar outstanding ist in AUMs. Ein großer Teil davon kommt aus Asien natürlich, nicht nur in der Schweiz. Das ist ein unglaublicher Wagen. Und die Herausforderung war halt bei vielen der existierenden Emittenten, dass, wie soll ich das schön sagen, Accrual Accounting ist für AMCs bei Fonds. Also die P&L realisiert sich nur jeden Tag, allein gegenüber Derivaten, wo man sozusagen die P&L Abfond zeigen kann. Deswegen waren auch viele dieser Banken Tag 1 nie bereit, groß zu investieren. Nun, wir bieten eine Plattform an, diesen Emittenten es erlaubt, mit geringen Kosten zu starten. Und die Kosten, die dann weiter auch auf sie zukommen, kommen nur, wenn sie auch wieder auf der Gegenseite sozusagen Geld verdienen mit der Ganze. Und das ermöglicht natürlich auch Emittenten, die vielleicht neu in den Markt kommen, auch zu starten. Also es sind ja keine Millionen ab von Kosten, um damit zu starten. Und wir scheinen damit einen Nerv getroffen zu haben. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also den Nerv getroffen auf seitens der Emittenten oder seitens der quasi potenziellen Kunden? Also wir sehen als Kunden die Emittenten an. Ja, natürlich wird die Plattform dahinter von den External Asset Managern benutzt. Also wie gesagt, du hast es vorhin erwähnt, Julius Baer ist einer von unseren Kunden, aber deren External Asset Manager benutzt natürlich die Plattform. Die sehen uns aber gar nicht, die sehen eine Julius Baer gebrandete Plattform. Wir sind also White Label und stehen nur dahinter. Also wenn ich den Kunden meinte, meinte ich den Emittenten. Aber was wir natürlich auch sehr stark sehen, wir sehen mehr und mehr neue Emittenten, die in den Markt kommen wollen. Nicht nur in den Schweizer Marken, existierende von außen, aber auch neuere, die mit anderen Formaten, die jetzt nicht on-balance sheet sind, sondern off-balance sheet, also mit SPVs kommen. Mhm. Um gleich jetzt schnell den Link zu schlagen, eben Mauro, ihr habt die Plattform bei euch im Einsatz. Wie äußert sich das im Daily Doing? Was ist besser, was ist weniger gut? Es ist eine enorme Erleichterung. Das AMC-Business ist historisch gewachsen. Das war eigentlich alles auf Spreadsheets. Die Vermögensverwalter haben E-Mails geschickt mit Trading-Instruktionen. Der Händler hat es genommen, hat es eingegeben. Also hochgradig manuell, sehr, sehr ineffizient und auch natürlich fehlerbehaftet. Und in dem Moment, wo das automatisiert wird, ist natürlich eine enorme Erleichterung. Und das erlaubt natürlich auch, die Preise zu senken. Und deswegen sind auch die Preise massiv gesunken in den letzten Jahren, weil es halt eben die Grenzkosten eines AMCs sind massivst runtergekommen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn es irgendwann mal AMCs gratis gibt und irgendwie für die Transaktion alleine bezahlt oder so. Also ist das schon bereits ein Angebot, dass die Bank Julius Baer ab morgen AMCs gratis rausgibt? nein, Spaß beiseite. Stefan, vielleicht nochmals ganz kurz zurück zu dir, zu euch, zu dieser Plattform. Jetzt gibt es ja gewisse Emittenten, die haben eine Eigenproduktion
am Start. Was macht ihr besser als die? Ja, also besser als, das ist natürlich immer sehr schwierig zu sagen, aber was wir glauben, sehr, sehr gut zu machen, ist natürlich, dass wir auf unserer Technologieseite unglaubliches Domainwissen haben selber, da wir das geleitet haben. Also wir sind keine reine Technologiefirma, wo wir können zwar gut programmieren, aber verstehen das Geschäft nicht. Wir wissen also genau, wie eine Bank oder ein Issuer intern funktioniert, alles von Compliance bis hin zu Corporate Actions, bis zu Reference-Daten, all dies haben wir in unserem mehr als, ja, du sagst es vorhin, 25 Jahre lang uns rumschlagen müssen. Also wir verstehen, wo den sozusagen der Schuh drückt. Gleichzeitig natürlich, wir entwickeln diese Plattform immer, immer weiter. Also jegliche Verbesserung, die kommt oder neue Funktionalität, und da kommen sehr viele. Wir sehen das jeden Tag. Einer unserer Kunden kommt, tritt uns heran mit einer neuen Idee, was der Kunde machen möchte. Und all diese Verbesserungen und neuen Funktionalitäten werden natürlich sofort weitergegeben an alle unsere Kunden. Und damit verbessert sich das ganze Ökosystem für alle in dem Fall. Und das würde ich sagen, machen wir besser und die Kosten werden geteilt. Weil unsere Kunden sich eigentlich nicht so sehr darüber differenzieren zu ihren Endkunden hinweg, dass sie nun, was sie sich Corporate Actions automatisiert haben, das sollte einfach da sein und das macht das Leben einfacher. Aber was sie ihnen anbieten an Underlyings, in welchem Format man es bekommen kann, Leverage, Mauro hat es erwähnt, solche Dinge oder Execution-Funktionalitäten wie VRAP oder andere Algos, dadurch differenzieren sich eigentlich unsere Kunden zu ihren Endkunden. Nicht darüber, dass jetzt nun die Automatisierung von Corporate Actions oder Reference-Daten dahinter sind. Das sollte einfach seamless passieren, darum kümmern wir uns. Also kann ich davon ausgehen, Mauro und Stefan, jetzt mit dem Einsatz der Plattform, eigentlich egal, wie die Zusammensetzung meines AMC ist, ich kann das über die Plattform eigentlich abwickeln. Ist das richtig? Nein, nicht ganz. Es natürlich lässt sich nicht alles automatisieren. Also bei Aktien, also bei traditionellen Assets ist es kein Problem. Aktien, zum Teil auch Bonds, Mutual Funds. Wenn es natürlich ein bisschen exotischer wird, dann geht es natürlich nicht. Oder wie Hedgefonds, illiquide Dinge, Derivatkomponenten, die vielleicht drin sind, Leverage-Komponenten, die drin sind. Also es wird sicher kommen, aber das ist ja noch nicht. Ja. Ja, ist oftmals die Funktion auch, was der Issuer automatisiert haben möchte. Wir sind da sehr modular aufgesetzt. Also es erlaubt einen Issuer theoretisch sehr schnell zu starten, muss aber dann manuelle Produkte. Und während er wächst, implementiert er normalerweise mehr Automatisierung dahinter. Vielen Dank. Wie sieht das bei Fontobel aus, Michael? Plattformmäßig, Stand meines Wissens, ihr habt eine? Ja, also die Zusammenarbeit zwischen Julius Bär und Vesta ist natürlich bekannt und scheint ja auch gut zu funktionieren. Bei uns läuft das ein bisschen anders. Also wir hatten natürlich auch vor etlichen Jahren, ich glaube vor plus minus 7 Jahren angefangen, AMCs zu imitieren, auch hochgradig manuell zu dem Zeitpunkt, hat sich dann aber mehr und mehr automatisiert, sodass wir jetzt auch sehr effiziente Prozesse in place haben. Und was bei uns im Bereich Plattform ist, ist der Bereich Execution, dass wir das natürlich auch hier die neuesten Technologien zum Einsatz bringen und, glaube ich, eine sehr, sehr leistungsfähige Plattform unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Nur mal als Beispiel ist, dass wir über diese Plattform oder Kunden über diese Plattform summa summarum 14 Millionen verschiedene Instrumente abbilden können oder diese über diese Plattform handeln können. Also 14 Millionen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schatz an Tools oder an Möglichkeiten, die hier für den Einsatz zur Verfügung stehen. Aber trotzdem sind wir natürlich bemüht, auch hier State-of-the-Art-Tool zur Verfügung zu stellen und an der Entwicklung jeweils teilzuhaben und hier mit Partnern zusammenzuarbeiten. Mhm. Vielen Dank. Bevor ich zu dir komme, Jimmy, als Anwender, erlaub mir noch schnell eine Frage in die Runde. Es kam eine Frage aus dem Publikum, und zwar bezüglich Kostenstruktur. Passt jetzt, glaube ich, gerade gut, meiner Ansicht nach, in diesem Bereich drin. Mauro, du hast es ja erwähnt, eben es gibt die, ich sage jetzt mal, eher komplexeren Strukturen, die fahren natürlich eine eigene Kostenschiene, denke ich jetzt mal, als eher die quasi die über die Plattform laufen. Aber was kannst du uns da so einfach so im Range her mal mitgeben, wie das bei euch aussieht?
Wie die Preise aussehen, meinst du? Oder? Ja, die Kosten, die in einem AMC drin sind. Gibt es da im Range, kannst du uns da etwas sagen oder von was ist es abhängig? Ja, sicher. Also ich meine, die Kostenkomponenten sind die Management-Fee oder Administration-Fee, die also quasi jeden Tag belastet wird. Es gibt in der Regel eine Transaktions-Fee, typischerweise eine zusätzliche, wie soll ich sagen, Rentabilitätskomponente für die Bank bedeuten kann. Aber ein Teil davon sind sicher externe Kosten, die man an Börsen bezahlen muss, beispielsweise oder an Brokern. Und mehr gibt es eigentlich nicht, außer es hat eben Features wie Fremdkapitaleinsatz beispielsweise. Da wird natürlich dann ein Zins und ein Risikospread belastet. Und so im Vergleich jetzt zu einem aktiv gemanagten ETF, beispielsweise sind wir da etwa so in line, so gefühlt, oder eher ein bisschen drüber? Kommt drauf an. Ich meine, also ich habe schon AMCs für 10 Basispunkte gesehen. Das würde ich jetzt sicher nicht machen zu dem Preis. Also da nach oben ist natürlich, also der Markt ist wahrscheinlich für Standard-AMCs irgendwo bei zwischen 20 und 50 Basispunkten. Aber ich habe schon mehrmals Players gesehen, die das für weniger gemacht haben. Sind typischerweise sind es nicht unbedingt Emittentinnen, die besonders bekannt sind oder die wahrscheinlich sich über den Preis profilieren möchten. Das ist sicher nicht unsere Strategie. Und ich denke, diese Preise können sich ja locker mithalten mit den ETFs. Mhm. Aber in ETFs kommen doch dann noch zusätzliche Kosten hinzu, potenziell, die beim AMC dann nicht vorhanden sind. Ich gehe davon aus, dass bei euch, Michael, ungefähr im selben Rahmen drin. Völlig einverstanden, was Mauro gesagt hat. Ich meine, die Kostenkomponenten sind ja genau die gleichen. Ich glaube, der Markt, der ist mehr oder weniger transparent in Bezug auf Pricing. Ich glaube, Jimmy kann da wahrscheinlich mehr darüber erzählen, wenn du verschiedene Anbieter dir anschaust. Aber ich glaube, die großen Unterschiede gibt es primär nicht. Und dann natürlich abhängig von der Komplexität und abhängig von der Size. Und dann findet man sich in dem Bereich, den Mauro gesagt hat, irgendwo ein. Ja, wenn Michael dich schon erwähnt, Jimmy, ohne jetzt da zu groß ins Detail zu gehen für die Kosten und auch nicht irgendwie jetzt da einen Beauty-Contest unter von Tobel und Julius Bär auszulösen. Aber kann man etwa sagen, so aus deiner Optik, welche Sachen von ETFs angesiedelt werden? Klassisches normales ELC. Also jetzt habe ich akustisch nicht ganz verstanden, ob die Preise in etwa alle gleich sind. Das war die Frage. Ja, vor allem eben im Vergleich zu einem aktiven ETF. Okay, ja, das, also mit dem Preisrange von Michael und Mauro bin ich absolut, sehen wir auch so, die Preise sind sehr, sehr identisch. Es gibt auch überall gewisse Ausreißer nach oben, nach unten, eher nach unten, aber da gibt es eine gewisse Korrelation, was bekommt man dafür auf der technologischen Seite zurück. Dementsprechend, das hat seinen Preis. Also wenn man Technologie runterfährt auf Null und noch alte Excel-Spreadsheets sehen möchte, dann bekommt man es vielleicht noch ein bisschen günstiger. Und sonst sind die Preisrange die 20 bis 50 Basispunkte, aber sicher gut investiertes Geld, wenn man mit den Möglichkeiten, die man bei den Plattformen hat, ob jetzt von Tobel Bär oder auch andere große Emittenten. Eben, ihr seht die Plattformen rein bei euch, ihr nutzt die? Ja, wir nutzen die, ganz klar. Also für uns ist eine der Kriterien, sind die Plattformen. Und zwar einfach für das effiziente Handeln, Abschließen. Man hat auf den Plattformen, ich habe meine Termsheets immer drauf, mein Factsheet habe ich drauf, ich sehe meine Positionierung, wie viel Cash habe ich noch, die Ausführungen. Und da gibt es gewisse Unterschiede. Kann ich da das Factsheet manuell noch weiterverarbeiten, nach meinen Bedürfnissen gestalten, beim anderen ein bisschen weniger. Aber Bottomline natürlich wäre es ohne die Plattform sehr, sehr aufwendiger. Also ein effizientes Handeln lässt das auch und dementsprechend können wir es auch als Gamma Financials mit dem Produkt AMC skalieren lassen. Mhm.
Vielen Dank, ja, Stefan. Kurz mal schnell einen Blick in die Zukunft auf eure Plattform bezogen oder vielleicht auch von den Competitors. Was können wir da noch erwarten? Also gibt es noch große Schritte oder sind wir da schon nahe beim Maximum angelangt? Ja, also es ist immer wieder erstaunlich. Also wir haben jetzt bestimmt mehr als 20 Setups von innen gesehen und du denkst immer, eigentlich, es kann dich nicht mehr überraschen. Es gibt doch immer wieder neue Dinge, die Kunden oder Emittenten es anders aufgesetzt haben oder aufgesetzt haben möchten. Also wir sehen eine absolute Innovation in dem Bereich. Man sprach gerade über Fees, also früher war es eindeutig mehr eine Management-Fee, die charged wurde. Inzwischen ist die Bedeutung kleiner geworden, den Trend sehen wir, aber dafür sind die Transaktions-Fees anders. Oder dann zusätzliche Performance-Fees wollen die Kunden einbauen, um das mehr also auch auf, wie einen Fonds anbieten zu können. Aber wir sehen da unglaubliche neue Entwicklungen, aber auch an Assets. Und so. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir vielleicht noch später nochmal im Detail diskutieren werden. Aber die Plattform, also von unserer Seite, also wir haben einmal im Monat ein Update mit neuen Funktionalitäten. Das gibt dir ungefähr eine Idee, wie viel da eigentlich passiert die ganze Zeit. Ein interessanter Punkt, Serge. Wir haben beobachtet, was eigentlich auch zu erwarten war. Das haben wir schon bei anderen Digitalisierungsprojekten gesehen. Im Moment, wo es convenient ist, wo man nicht anrufen muss, man keine E-Mails schreiben und so weiter, die Leute traden viel mehr. Ganz einfach. Und das erhöht dann natürlich umso mehr die transaktionsbasierten Einkommenskomponenten. Und das haben wir schon mehrfach beobachtet, auch als wir die traditionellen Produkte auf eine Plattform gebracht haben, wo die Kunden selber zusammenbauen können. Es ist enorm, wie viel mehr gehandelt wird. Also ich sehe es bei mir selber, früher musste ich anrufen für Derivate, für Futures und Optionen und heute habe ich ein Tool und ich trade 10-mal so viel. Das ist einfach so. Was auch ganz einfach zu erklären ist, durch den Ease, den wir durch diese ganzen Technologien auch im persönlichen Miteinander über die letzten Jahre bekommen haben. Nicht? Ich meine, wenn du in deinem täglichen Leben oder auch für deine persönlichen Bankgeschäfte alles über Tools machst, dann möchtest du ja nicht dann im Professional Business das dann wieder manuell über E-Mails, über Telefon machen. Zumal dann natürlich auch da die Fehlerquote wieder hinzukommt, dass da irgendjemand falsche Order aufgibt, falsche Order entgegennimmt und durch diese technologischen Lösungen das doch deutlich reduziert werden kann. Die Herausforderung dadurch, ich kann da nur zustimmen, 100%, wir sehen eindeutig in dem Moment, wo ein Kunde bei uns live geht, eine Erhöhung im Trading-Volumen, was natürlich aber auch die Anforderungen erhöht, was den Order-Trail zu behandeln, was ist denn passiert, ja, weil es passieren dann doch immer noch mal wieder kleine Fehler und dann herauszufinden, dass vor 3 Monaten die falsche Fee gecharged wurde, ist im Excel-Spreadsheet nicht mehr machbar, aber in einem Tool ja. Und das. Dieses überschätzt, dass die Leute den persönlichen Kontakt suchen. Also ich glaube ja auch selber dran, aber man hat es überschätzt, nicht auch. Es ist gewissen Leuten wichtig, aber man muss oft wissen, die Leute ganz genau, was sie möchten. Und sie möchten das möglichst schnell und effizient und fehlerfrei machen. Und da ist einfach, es passt nicht, wenn sie jemanden anrufen müssen oder eine E-Mail schreiben, der vielleicht dann gestresst ist und keine Zeit hat. Also das haben wir sicher deutlich unterschätzt. Also riesiger Zukunftsmarkt, komme da gerne am Ende nochmals darauf zurück, nehme da gerne die Inputs auf. Wenn wir so einen Blick in die Glaskugel mal werfen, wo stehen wir? Also liebe Zuhörer, behaltet das mal im Hinterkopf. Und ich möchte jetzt eigentlich einen Schritt weitergehen. Jimmy Bauhaus hat es schon mehrfach angetönt, das Stichwort Regulierung ist ja ein großes Thema. Und ich sage jetzt mal etwas salopp gesagt, Fonds sind reguliert, AMCs nicht und deswegen sind AMCs quasi erfolgreicher? Ja gut, ich will das nicht so sagen. Es ist ja, man muss ja mal einen Schritt zurückgehen von der Rechtsform. Oder wer ist der Owner von einem Produkt? Bei einem AMC ist es ganz klar, steht im Termsheet der Emittent, die Bank ist der Owner vom Produkt. Und dazu kommt dann ein Advisor oder Indexsponsor oder wie immer das denn benannt wird. Bei einem Fonds
Man ist reguliert, man wird überwacht von der FINMA, man braucht eine Lizenz dafür, der Prospekt regelt alles, aber ich bin der Owner. Ich bin wirklich der Owner vom Produkt, vom Fonds. Das heißt, ich kann morgen die Depotbank auswechseln, ich kann morgen die Fondsadministration auswechseln, ich kann morgen meine Revisionsgesellschaft auswechseln. Ich bin im Driver Seat, der gehört mir. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Was gehört mir wirklich? Auch die Aktien gehören mir, sprich dem Fonds, ist der Owner. Das heißt, ich kann an die Generalversammlung gehen, die Dividenden gehören mir, ich bekomme die Verrechnungssteuer zurück. Ich entscheide Lending, Borrowing, möchte ich das? Wenn ja, bekomme ich die Fees. Also ich bekomme wirklich den Rolls-Royce. Und darum ist es sehr wichtig, wenn wir Anfragen haben mit unseren Partnern für Fonds, die zum Beispiel sehr dividendenlastig sind. Und wir haben die kritische Größe, wo die Fixkosten, ob Fonds oder Anzahl, keine Rolle spielen, tendieren wir tendenziell immer zu einem Fonds. Warum? Ich habe immer 100% der Dividende. Beim AMC ist der Owner streng genommen die Bank. Ich bin nur der Indexsponsor, ich habe keinen Zugriff zu den Titeln, das heißt, die Dividende, ich bekomme diese ohne Verrechnungssteuer und that was it, das geht ein bisschen verloren. Lending, Borrowing, das sind nicht meine Titel, das kann die Bank machen, was sie damit möchten. Und da ist der große Unterschied von den Regulatorien. Und weil man beim Fonds solch eine komplexe Ownership hat, wird dementsprechend die Regulatorien, die Compliance, schauen dementsprechend den Leuten mehr auf die Finger. Und bei den AMCs, und das merken wir im täglichen Business, dort ist mehr der gesunde Menschenverstand. Da will man einfach vorwärts machen, relativ unkompliziert und pragmatisch wird entschieden. Im Gegensatz beim Fonds, 10,0 sind 10,0 und da gibt es nichts mehr zu rütteln. Das ist der große Unterschied. Wie nehmt ihr das wahr, Michael? Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob AMC so ein bisschen wilder Westen ist und jeder kann machen, was er will. Aber es gibt ja natürlich da auch gewisse Vorgaben und gewisse Regulierungen. Nicht? Zum einen natürlich, dass die Investmentmanager oder Indexsponsoren, bevor die oder zu einem Onboarding auch reguliert sein müssen oder einer Selbstregulierungsorganisation unterliegen müssen. Dann gibt es sogenannte Etikettierungspflicht. Dann im Rahmen von FICLEC 2020 wurde das regularische Umfeld noch mal ein bisschen eingeengt. Dieses Kurzinformationsblatt, was wir haben, mit diesem Prospekt, die wir haben. Und letztendlich ist natürlich auch der Verband für strukturierte Produkte tendenziell dazu geneigt, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen für AMCs, dass wir da nicht zu nah auch an die Fondsindustrie herankommen, um dort in diese Mindeststandards und dieses Standardregelwerk einzuhalten. Also ich glaube, es gibt schon die Vorgaben, die sind natürlich bei weitem nicht so eng wie bei Fonds, Jimmy. Aber dass wir uns hier in einem rechtsfreien Raum bewegen, würde ich jetzt auch nicht argumentieren. Also definitiv nicht. Bei jeder Bank, ob Fonds, Doppel Bären, wie sie alle heißen, sind auch wir dort durch eine nette Due Diligence durchgegangen. Definitiv, ja. Wie nimmst du das wahr, Mauro? So die Wichtigkeit jetzt oder eben nicht, dass es einfach weniger reguliert ist bei einem AMC, dass das von Entscheidung oder von einer ein wichtiger Punkt ist, ob ich mich für eine AMC entscheide oder nicht? Also der Jimmy hat sicher ein paar wichtige Punkte erwähnt. Also ich meine, das mit den Dividenden ist wahrscheinlich der größte Nachteil wahrscheinlich. Was meiner Meinung nach eigentlich temporärer Natur sein sollte. Ich glaube, die Leute in Bern haben sich noch nicht wirklich gänzlich Gedanken darüber gemacht und jetzt ist ein bisschen so eine Arbitrage-Möglichkeit entstanden. Für uns ist das nicht so wichtig, weil unsere Portfolios sind sehr, sehr international und das betrifft eigentlich einzig Schweizer Dividendentitel. Das ist bei uns eigentlich wirklich nur ein Bruchteil des Universums. Von daher sind wir eigentlich groß impacted, aber für jemanden, der so eine Strategie fährt, ist das sicher, kann das match entscheidend sein. Ich würde sagen, also AMCs sind sicher auch reguliert, direkt oder indirekt. Also ist ja nicht so, dass wir sagen, hey, wir bauen nur das Ding, wir stellen die Hülle zur Verfügung und ist uns eigentlich egal. Nein, also unser Name steht drauf.
Wir haben ganz klar Verpflichtungen, die wir vertraglich eingehen. Und wir haben natürlich auch unsere Reputation, die wir schützen möchten. Und deswegen, obwohl vielleicht gewisse Dinge nicht reguliert sind, die tun wir intern regulieren in dem Sinne. Mhm. Stefan, bei dir, also wie nimmst du das so das Thema Regulierung wahr? Oder vielleicht schon auch einen Schritt weiter, hört ihr da bereits schon, dass vielleicht die Regulierung ein bisschen zunimmt bei den AMCs? Wie siehst du das? Also wie die Regulatoren das genau sehen, ist sehr unterschiedlich bezüglich Schweiz, auch weil wir auch Kunden außerhalb der Schweiz haben, sehr, sehr unterschiedlich. Da ist also keine Konsistenz eindeutig vorhanden, wie nur der italienische Regulator oder der deutsche das sieht, wie der Schweizer. Das macht natürlich das Leben für eine Firma, die ein bisschen über die Schweizer Grenzen hinweg geht, schwieriger. Das sehen wir eindeutig. Und die Anforderungen, die an uns oft gestellt werden, ist in der Hinsicht, dass wir so viel wie möglich Transparenz in der Plattform haben. Also Updates so schnell wie möglich, wenn das Portfolio rebalanced wurde, dass er vielleicht auch zurückgehen kann, zu sehen, wie sah das Portfolio vor 2 Monaten aus. Und somit haben wir sozusagen, wir nennen es jeden Lifecycle-Event, der sozusagen in dem Produkt passiert, ist nachvollziehbar, sofort wieder abrufbar. Und dadurch würde ich sagen, bereiten sich viele der Issuer darauf vor, dass eine mögliche Mehranforderung vom Regulator kommt, einfach die Daten zu haben, weil das ist die Erwartung von den meisten, mit denen wir sprechen. Wenn etwas kommt, ist es mehr Informationsweitergabe, als nun sozusagen darf überhaupt nicht gemacht werden. Ja, kann man auch bei oder so weit gehen, dass man sagt, okay, wir haben einen Gap, also wir haben eine stärkere Regulierung beim Anlagefonds, eine etwas tiefere Regulierung bei AMC. Das heißt, AMCs werden überall da verwendet, wo kein Fonds gemacht werden kann, aus Regulationsgründen. Also vielleicht, wenn ich was kurz sagen kann zur Regulation, also ich habe da ein bisschen einen anderen, einen leichten Ansatz. Ich würde sagen, bei AMCs ist die Regulierung ist mit dem Emittenten und der ist ja oftmals extrem reguliert als Structured Product Issuer. Und sozusagen der ERM, der dann, wie James schon sagte, nur die synthetische Performance von dem Underlying bekommt in seinem AMC anstelle dessen, dass es ihm gehört, die Underlyings, sozusagen diese Verantwortung an den Issuer outgesourced, der sich darum kümmern muss. Also ich glaube nicht, dass irgendein Structured Product Issuer sagen, ich bin weniger reguliert als der Fonds. Er hat es halt nur einmal gemacht und muss es die ganze Zeit machen und dadurch kriegt er sozusagen das skalierbare Benefit der ERM, dass er einen Issuer benutzt und diesen Teil beim Issuer lässt. Mhm. Vielen Dank. Time is running, stelle ich gerade fest. Deswegen, großes Thema war ja vorhin schon ein bisschen eben der Ausblick, der Blick in die Kristallkugel. So mal die Frage in die Runde. Wo stehen wir mit den AMCs in den nächsten 5 Jahren oder in 5 Jahren? Wo sind wir da? Michael, was meinst du? Ja, wie gesagt, die Glaskugel, aber ich glaube, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit sind wir deutlich größer als heute. 5 Jahre ist ein langer Zeitraum, wenn es um AMCs geht. Wenn wir zurückblicken, vor 5 Jahren war die Landschaft noch eine ganz, ganz andere und ich glaube, in 5 Jahren werden wir eine deutliche Zunahme an AMCs, aber auch natürlich an Volumina sehen. Das ist keine Frage. Wie schätzt du das ein, Jimmy? Ich denke, der Wachstum wird noch stetig anziehen. Wir verspüren speziell von verschiedenen Kollegen, Vermögensverwalter, das Bedürfnis, dass sie relativ unkompliziert zu einem Gefäß kommen, wo sie ihre Kunden mit einem Valor, mit einer Easy-Nummer abdecken können. Und ich glaube fest daran, das ist der erste Anfang. Das wird mehr und mehr aufkommen, speziell auch mit solchen Statements wie Mauro. Da bin ich auch bei ihm. Die Tage sind gezählt, wo es vielleicht bei Null gemacht wird. Und dementsprechend einfach, es geht auch nur noch um die Skalierbarkeit von Volumen, Transaktionen. Die Zukunft vom AMC ist sicher noch, da kommt noch einiges Tolles auf uns zu, bin ich überzeugt. Ja, Mauro, können wir davon ausgehen, dass
ihr mit eurer Plattform dann so weit seid, dass ihr quasi nur noch im Hintergrund arbeitet und ich als Privatinvestor direkt mein AMC über die Plattform steuern kann. Das heißt also, die Bank Julius Baer ist dann nur noch quasi Abwickler oder einfach Depotbank. Alles Roboter. Ja, sozusagen. Ja, also ich habe eine Vision für AMCs, aber nicht nur für AMCs, wahrscheinlich für Structured Products als Ganzes. Ich denke, die bestehenden Trends werden sich noch akzentuieren, sprich noch mehr Technologie, noch mehr Skalierbarkeit, noch weniger Human Touch nötig, Kosten runter, Margins runter, Volumina hoch allerdings. Das ist die Frage, ob dann die Volumina-Expansion die Margenerosion kompensieren kann. Bisher hat es geklappt, weiß nicht, ob das auch in Zukunft klappen wird. Und ganz klar auch ein Wachstum am anderen Ende des Extrems. Es gibt Leute, die haben komplexere Bedürfnisse. Das geht nicht über eine Plattform, das passt einfach nicht rein. Die sind bereit zu bezahlen, die haben eine gewisse Größe. Und wir sehen auch da, wir haben großes Wachstum gesehen am anderen Ende des Spektrums. Und ich denke, das wird auch so weitergehen. In der Mitte bleibt nichts übrig. Okay, Stefan, dich muss ich ja nicht fragen. Für euch ist klar, ihr wollt alles über die Plattform. Banken sind nur noch eben quasi im Hintergrund, haben die Titel im Depots drin, etc. Ja, also unsere Kunden sind die Banken. Also unser Job ist, ihnen den Banken zu helfen, dieses Geschäft größer zu machen und skalierbar. Den Trend, den wir eindeutig sehen, ist natürlich ja, kleinere Minimum AUMs. Kommen, ja, das ist eindeutig ein Trend. Wir sehen mehr und mehr Providers kommen, die in den Markt kommen, neu, ob nun existierende Structured Products Provider, die noch kein AMC-Geschäft haben, aber auch viel mehr, ich nenne es mal SPV, die als SPV, also als ein separates Vehikel kommen, ob nun eine existierende Bank, die dieses Geschäft off-Balance-Sheet nehmen möchte, aber auch Providers, die kein eigenes Balance-Sheet haben, da kommen sehr viel rein, das löst in manchen Dingen auch das Problem des Emittentenrisikos, da diese sozusagen Bankruptcy gemacht werden können. Leider gibt es im Schweizer Aktienrecht dazu kein Ding, das abzusetzen. Also die ganzen SPVs findet man dann wieder in Guernsey, Jersey, Luxemburg, wo das gibt. Wäre schön, wenn die Schweiz das Geschäft behalten könnte in der Hinsicht. Und von den Underlyings, die also nun innen drin gemacht werden, was wir mehr und mehr sehen, ist also, ich sag mal, historisch gesehen waren diese AMCs vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat sozusagen nur rebalanced. Wir sehen jetzt mehr und mehr External Asset Manager, die aktive Algos benutzen und über unsere API-Schnittstelle sozusagen intraday regelmäßig handeln. Weil manche Kunden nicht alle Assets anbieten, gibt es Multi-Custody-Solution und Execution. Und natürlich Krypto, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, ich hatte gestern einen drüber. Absolut, da kommt immer mehr rein. Nicht nur reine Krypto-AMCs, aber auch, dass der External Asset Manager ein bisschen Krypto beimischen möchte im Portfolio. Und das Letzte, was man natürlich auch immer wieder sieht, ist, dass Non-Bankable Assets sozusagen am AMC gepackt werden. Also wir haben bis zu sagen Collectible Cars, Art, also Fotografie, Malerei, alles auch schon im AMC gesehen inzwischen. Und das kommt mehr und mehr eindeutig. Also absolut rosige Zeiten für das AMC. Eben, du hast es erwähnt mit all diesen eben Crypto, Non-Bankable etc. pp. Du hast eingangs, Stefan, hast du noch eine Zahl erwähnt, eure Schätzung, 1 Trillion US-Dollar. Ist ja. Das angelsächsische Trillion oder ja. Schweizer Trillion? Ja, es sind in Euro, ja. Und da gleich jetzt mal die Frage in die Runde, aber ich starte mit dir. Gehen wir mal von dieser einen Trillion aus. Ja. In den nächsten Jahren, wie ist da die Wachstumsrate? Also wir sehen, also die Schweiz war schon immer sehr stark im Wachstum, ist gar keine Frage. Aber wo wir unglaublich viel sehen, ist Asien, Singapur und Hongkong in der Anwendung. Da sieht man es natürlich nicht, weil gar nichts, das alles Private Placement, ist nicht gelistet, ist nicht sichtbar sozusagen. Aber was auch immer mehr und mehr kommt, was auch nie so sichtbar ist, ist vor allem aus Luxemburg heraus, ob das nur nach Deutschland hineinverkauft wird, Belgien, Frankreich. Aber viele
der Fund-Administrationsplattform, wo man normalerweise hingeht, um helfen, einen Fonds aufzusetzen, haben sehr stark realisiert, dass sie verlieren, weil sie gesagt haben, ihr könnt bei uns einen Fonds auflegen, ihr müsst mindestens 50 Millionen als Usage haben. Dann sind die gegangen, haben AMC irgendwo anders aufgelegt und sind aber nie wiedergekommen, als sie die 50 Millionen erreicht haben. Und die bieten das natürlich jetzt sehr stark auch an. Und da sieht man natürlich auch die Sache, dass viele es nicht als Portfolio gelinkt machen, sondern als Index gelinkt machen, damit das auch besser regulatorisch vertrieben werden kann in diesen Ländern. Mhm. Michael, hier bei Fontobel, du hast gesagt, ihr habt hohe Ambitionen. Die eine Trillion, Großteil bei euch. Was hast du gesagt von den Gelisteten? Ungefähr 10%. Deine Schätzung von den 400 sind bei euch. Jetzt Sky is the limit. Wo geht's hin bei Fontobel? Was erwartet ihr da? Steil nach oben. Also Penetration, wie Stefan sagt, ist in der Schweiz natürlich schon deutlich höher als in anderen Ländern. Wir sehen einen Uptick in Asien, ganz andere Volumina. Und jetzt jüngst auch von unseren Kollegen aus Deutschland, die in Frankfurt sind, sehen wir auch da im deutschen Markt, dass da die Nachfrage mehr und mehr zunimmt. Also auch hier nördlich der Grenze gibt es große Nachfrage nach AMC jüngst. Und bei euch, Mauro? Gut, ihr kommt mit der Null-Kosten-Variante, nein. Robin Hood, der AMCs. Ja, genau. Wo geht bei euch da hin? Also wie sind da die Ambitionen? Also wir sehen es pragmatisch, wenn es weiterhin ein attraktives Geschäft ist, dann sind wir sicher dabei. Wenn es irgendwann mal Richtung Robin Hood geht, wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Ich sehe durchaus Wachstum, eben an diesen beiden Enden des Spektrums. Deswegen werden wir weiterhin in Digitalisierung investieren. Wir sehen, dass da doch die Margenerosion von den Trading-Aktivitäten kompensiert wird. Das macht für uns immer noch Sinn. Und wir sehen eben auch sehr, sehr interessantes Wachstum bei den höhermargigeren, komplexen Strukturen. Von daher, ich glaube, es wird nicht ein Business sein, was jetzt irgendwie extrem wichtig sein wird. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Portfolio von Aktivitäten. Okay, vielen Dank. Bei dir, Jimmy, keine Angst, dass euer Business quasi vom externen Vermögen Nein, also Angst definitiv keine, nein. Also wir sehen eine sehr rege Nachfrage von AMCs nach wie vor, aber auch auf der Fondsseite, eben je nach Kundenbedürfnis und speziell von den Vermögensverwaltungen, wo wir dann mit denen zusammenarbeiten, als regulierter Asset Manager. Also die Nachfrage hat definitiv trotz dem ganzen speziellen letzten Jahr massiv zugenommen. Mhm. Vielen Dank. Ich erlaube mir hier gleich mal schnell einen Einschub zu machen. Sind da ganz spannende Fragen reingekommen. Und zwar den einen möchte ich gleich mal dir übergeben, Michael. Gibt es eigentlich auch ein AMC auf Rohstofffutures oder wäre das überhaupt abbildbar? Oh, du bist noch mute. Das Zauberwort 2020. Ja, ich weiß, auch nach gefühlten anderthalb Jahren Homeoffice noch nicht gelernt, wie das zu anbieten ist. Nee, also schwierige Frage. Muss man sich im Detail angucken. Ich meine, es gibt unglaublich viele Instrumente, die wir mittlerweile abbilden können. Listed Options, Listed Derivate, nicht zu sprechen von den ganzen Plain Vanilla Asset Classes. Aber es hängt wirklich darauf an, wie die Ausgestaltung hier sein soll. Okay, ich denke, Stefan, bei euch, du siehst wahrscheinlich schon einen. Ja, wir haben schon welche gesehen mit Rohstofffutures drin, ja. Ja. Und da eine weitere spannende Frage ist so eben, ab welcher Größe lohnt sich quasi mal, fangen wir mal an beim Anlagefonds, fangen wir mal da an. Also wie viel Assets under Management oder wie viel Notional brauche ich für einen Anlagefonds? Und dann, also rechtlich gesehen braucht man in der Schweiz 5 Millionen, in Luxemburg 10 oder in Liechtenstein 1,25 Millionen. Das sind die absoluten Minimum-Size. Aber wirklich lohnend, damit man die Fees und alles nicht so viel von der Performance abnehmen, würde ich sagen 10 Millionen. Ab dann macht das absolut Sinn, rein vom monetären
von den Spesen her, von den Kosten her, einen Fonds aufzusetzen, ab 10? 10 Millionen, aber so ein Long-Only, klassischer, ohne viel Schnickschnack, sage ich jetzt mal. Von absolut, absolut, absolut. Da muss man auch auf den Finanzplatz schauen. In der Schweiz vielleicht eher ein bisschen mehr, in Liechtenstein kann es auch ein bisschen weniger sein. Es hängt wirklich davon ab, wie aktiv man im Fonds selber ist und dementsprechend sehen auch die Kostenstruktur aus. Aber die Minimum, die angegeben sind, die 5, das ist definitiv möglich, aber rate ich definitiv ab davon. Mhm. Die zwei Vertreter jetzt da von der Sell-Side, also Michael und Mauro, eben für so ein vergleichbares AMC, was muss ich da an Notional bringen? Eben wohlverstanden, eines ohne viel Schnickschnack drin, klassisch. Ein paar Millionen ist man dabei. Ein paar weniger oder ein paar mehr? Zwei, drei Millionen würde ich sagen. Ist man okay. Dabei. Wie sieht das Fund Doppel? Ich, also. Ähnliche Range. Okay. Ja. Okay, in diesem Bereich drin, also deutlich tiefer. Super, wir sind mit der Zeit schon fast durch. Also vielen Dank erstmal für die spannende Diskussion. Und ich möchte jetzt einfach eine Abschlussfrage noch in die Runde werfen und bitte da jeden um ein kurzes Statement dazu. Und zwar, die Frage ist ganz simpel und einfach, warum braucht es AMCs heute und auch in Zukunft? Ja, Michael, du hast schon on mute gestellt. Ja, um sicher zu gehen, dass ich auch diesmal gehört werde. Nee, also, um an unsere Zuseher zu adressieren, Sie als Manager lancieren Ihre Investmentstrategie schnell und unkompliziert und reduzieren dadurch natürlich deutlich die Time to Market. Und dafür sind AMCs das richtige Tool, heute und morgen. Vielen Dank. Du, Mauro? Wir haben, denke ich, alle wichtigsten Dinge beim Namen genannt. Man ist schneller, oft kostengünstiger unterwegs. Und für mich das Wichtigste ist, man ist deutlich flexibler unterwegs. Wenn man einen Fonds hat, dann ist das der Fonds. Wenn man das, da was ändern möchte, ist nicht ganz einfach. Wenn man das belehnen möchte, wenn man neue Features einbauen möchte, das ist nicht ganz trivial, bis sogar unmöglich. Und beim AMC hat man, also vorausgesetzt, das hat eine gewisse Größe, eine gewisse Rentabilität, ist eigentlich alles möglich. Beim Aufsetzen, aber auch danach im Sinne von Modifikationen und im Sinne von eben beispielsweise neue Inkarnationen derselben Strategie sehr, sehr kostengünstig und schnell liefern zu können, ohne dass, dass der Aufwand für den Vermögensverwalter steigt. Das ist das Schöne dabei. Vielen Dank. Jimmy, bei dir? Also definitiv die Fokussierung. Fokussierung auf die Anlagen, aufs Asset Management, ohne groß da im Daily Business abgelenkt zu sein von Papierkrieg. Das ist sicher ganz toll. Und auch die Messbarkeit. Ein AMC ist ganz toll. Man sieht die Performance, man sieht den Track Record, wie es gelaufen ist. Und ohne, dass man da bei jeder Investition das hinterfragen muss, besprechen muss oder erklären muss. Das ist ganz toll. Vielen Dank. Last but not least, Stefan, ich glaube, dich muss ich ja nicht fragen. Das ist so ein Teil von eurem Businessmodell. Ja, wir glauben natürlich an den Business Case AMC, ist keine Frage. Ich kann es nur wiederholen, also Flexibilität, Time to Market und vor allem für den External Asset Manager, der so eine Strategie managen möchte. Ich habe das lange nur selber gemacht in dem Fonds. Man verbringt eine Menge Zeit, sich mit seinem externen Administrator, seiner Menko, seinem Revisor, seinem Auditor, der jedes Jahr einen neuen schickt, der nicht versteht, um was es geht, sich zu kümmern. Bei einem AMC fällt das alles weg. Man kann sich eigentlich auf das fokussieren, was man dem Kunden verkaufen möchte, nämlich sein Investmentmanagement und was man dabei einbringen kann. Vielen Dank dir, Stefan. Wir haben leicht überzogen. Kommen wir hier zum Abschluss. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Panel bedanken. Also bei Stefan Wagner von Vester, Michael Haupt von Fontobel, Jimmy Bauhaus von Gamma Financial, Mauro Aversano von der Bank Julius Baer. Vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Ich möchte mich weiter bedanken bei der SIX. Einerseits für das Aufstellen des Person Talks mit all diesen spannenden Themen, geht ja heute Nachmittag gleich weiter.
und auch für die Möglichkeit hier, mich als Moderator zu betätigen. Also vielen Dank, Six, dafür. Dann natürlich bei Ihnen, wertes Publikum, dass Sie da die Stunde mit uns verbracht haben, die gute Stunde mit diesen spannenden Themen, mit diesen spannenden Fragen, die Sie auch gestellt haben. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg an der Börse, viele spannende Trades. Sie kennen jetzt da die Vertreter von der Sell-Side, von der Buy-Side oder Plattformanbieter. Also da nutzen Sie diese Möglichkeit, nutzen Sie dieses Know-how. In diesem Sinne, einen schönen und bis demnächst beim nächsten Börsentalk. Vielen Dank, auf Wiedersehen.